Ach, wie niedlich, noch ein größenwahnsinniger Imp. Oh. Die wollen kämpfen. Okay. Steinhaut. Steinhaut. Buff. Buff. Feuer. So, Alof, versteiner mal. Den da. Du vier Bogen. That's not very helpful. Cool. Curses. Säure für dich. Woher habe ich den? Das hier eigentlich noch mal einmal pro Ruhephase. So, Notmog nimmt gut Schaden. Notmog. Auferstandener Waffenmeister. Kannst du noch mehr versteinern, bitte? Dankeschön. Hallo, auf ganz kleine Geschosse, bitte. Wir haben das da, dann benutzt es doch einfach mal. Oh, du hast ja die Versteinerung benutzt. Okay, er ist weg. So, alle tot. Oh? Ja, ledrige Flügel, ein paar andere Sachen. Aisha. Belastung. Wow, zwei Hände. Trank der unsoliden Gestalt und ein kleiner Heiltrank. Also. Ja, den würdest du vielleicht ausrüsten. Ist legendär, nicht hervorragend. Gewährt kolossal und trauern. Chance, das Ziel bei einem Treffer zu Boden zu schlagen, wenn über 25 macht. Minus als Durchschlagskraft, wenn unter 15 macht. Mhm. Okay, ihre Macht sollte eigentlich hoch genug sein. Ihre Macht liegt bei 13. Habe ich irgendwas, was Macht steigert?
So ein kleines, klitzekleines bisschen Macht steigert. Arcana unentschlossen, nein. Nein. Ich habe nichts, das Macht steigt. Was macht der andere Effekt? Plus 1 macht bis zum Ende des Kampfes, wenn ein Gruppenmitglied bewusstlos wird. Moment mal, ist das nicht ein... Nee, das war kein. Verleugnung. Wo geht Schuld? Jedes Mal, wenn ein Verbündeter niedergeschlagen wird, verlängert sich die Dauer zuträglicher Effekte. Okay. Nachteilige Effekte, ah ja. Warum ist der Tree hier so gespalten? Bleiben wir mal bei der Waffe. Also die können wir mal wegpacken. Wenn, dann hätte der die zwei Hände gebraucht. Okay. Die Alchemie der Imp-Ausdünstungen. Während ich Band 5 meiner Reihe über die Duftsprache perverser Kreaturen verfasste, hielt ich ein paar Imps beinahe 30 Jahre lang getrennt voneinander gefangen. Und jeden Tag füllten die beiden die Luft mit Ausdünstungen ihrer Drüsen, mit denen sie über die Entfernung weg kommunizierten. Ich gewann ein Verständnis für die Alchemie ihrer Duftsprache, indem ich mich zwischen den beiden stellte und mich der übrigen Ausdünstung einsprühen ließ. Mit der übrigen Ausdünstung. Und welch wundersame Ausdünstung es ist, so kräftig, immer noch hängt sie an mir. Doch gerade als ich die letzten Sätze meines vermeintlich größten Werks beendet hatte, änderte sich der Dialekt ihrer Ausdünstung vollkommen, was meine gesammelten Erkenntnisse völlig wertlos machte. Oh, was haben sie mich auf meine Kosten... Oh, was haben sie auf meine Kosten gelacht? Dafür kenne ich jetzt das Odeur des Versagens genau. Es ist der konzentrierte Gestank von 30 Jahren Impfwürzen im Gesicht... Und der bitteren Erkenntnis, keinerlei wissenschaftliche Anerkennung dafür bekommen zu werden. Ja, was soll ich damit? Oh, da ist noch was drin. Impfwürze. Warum Impfwürze? Magier, man wird sie nie verstehen. So, da die Tentakeln jetzt auch weg sind, können wir ja hier durch. Genauso will ich wissen, was hier auf diesen Tischen getrieben wird. Werden da Leute ertränkt oder seziert? Swift and quiet now. So, da geht's wahrscheinlich wieder runter in den zentralen Stapel, ja. Und bin wahrscheinlich auf der anderen Seite von der Geheimwand, die ich sowieso schon entdeckt hatte.
Jo. Also erstmal kann ich hier öffnen. Okay. Stand together. Hey, watch it with that. Okay, alle fallen. So, das meiste ist tot. Au. Okay, Alof kriegt böse auf den Deckel Idee. Schmeißt den mal um. So, Fasin hat auch eins drauf gekriegt, auch gut. Und er ist tot. So, ein bisschen leuchtendes Adra. Und was haben wir jetzt hier? Hinter Tür Nummer 22. Eine einhändige Keule. Wow. Something. Hey, I got it. Hey. Ad. Macht sie das jetzt, weil sie verletzt ist? Ach, geprellte Rippen, ja. Klaffende Wunde, aber bei Palegina sieht man trotzdem keinerlei Auswirkungen irgendwie. Something. Don't push me, Amika. Preisfrage, was hat mir das jetzt genau gebracht? Das Orakel sieht alles, ja. Diese Plakette wurde verunstaltet. Bibliothekarsleiter. Mhm. Da ist da noch ein Buch. Ach so, das konnte ich jetzt erst nehmen, weil ich die Dings hatte, hä? In den östlichen Bereich des Oratoriums von Vale. Kommentierte Geschichte. Ich habe ein Buch mit Beschwörung der okkulten Hand gefunden. Darin ist sich auch ein Zauberspruch, der ein Schloss weit komplizierter auslesen lassen kann, als es tatsächlich ist. Vielleicht hilft mir das, die türkische Schatzkammer der zentralen Stapel zu überwinden. Okay. Good thinking. Yes?
Ah. Something you need? Yes, certainly. Oh? So, und Fenrir ist natürlich mal wieder egal. Ja, den Fall kommen wir zum Glück relativ leicht vorbei. Gut. How may I help? Mal sehen, ob der, ob die Imps was mit dem Buch anfangen können. Dumm die Dumm. Die nächste Frage ist, wenn ich die Schatzkammertür öffne, sind dann alle in dem Raum angepisst?